herzlich willkommen hier zum vierten Türchen vom Community Adventskalender. So, meine Lieben, heute gibt es einen selbstgebastelten Baumanhänger von der lieben Onechan. Es handelt sich dabei um einen sternförmigen Anhänger gefüllt mit ein paar Perlen. Den könnt ihr, wenn ihr möchtet, an den Tannenbaum hängen, an den Weihnachtsbaum oder sonst wohin hängen. Und wenn ihr ihn haben möchtet, müsst ihr einfach nur folgende Frage beantworten. Was war dein schönstes Weihnachtsgeschenk? Ja, die Antwort auch wieder ab in die Kommentare damit und dann wird die Verlosung ja so ungefähr am Sonntag wahrscheinlich stattfinden. Müssen wir mal sehen und ihr werdet es auf jeden Fall mitkriegen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim weiteren Wimmelbild-Part von Christmas Stories Kleiner Prinz. Bis dahin, tschüssi! Okay, was willst du denn tun? Führe die Züge in die passenden farbigen Bahnhöfe. Wähle die gelben Hebel, um die Schienen zu überbrücken. Also wir spielen jetzt Schaffner. Kannst du einen Crash bauen? So. Grüne muss auch wieder hier... Ah! Fast. Jetzt wird's tricky. Ah, okay. Komm schon. So. Jetzt lasse ich den erstmal da reinfahren. Was er nicht tut. Vielleicht. Ne, ich glaube, du musst ihn nur auf die richtigen Schienen bewegen. Danach fahren sie automatisch rein am Ende des Rätsels. Also müssen die da oben nur noch tauschen. Ja. So. Ja, reingefahren. Passt. Juhu, das war doch leicht. Komm, das war doch auch leicht. Kinder, leicht. Das war leicht. Bitte schön, Herr Klavier. You're so kind. I don't have much, but please take this for all your help. Dankeschön. Dankeschön. Kommt das nicht direkt hier hin? Nee, ne? Das die war Maus das. War bei dem Kindersafe. Das andere war ja das Stück für die Uhr. Oh, ein Anker. Ja. Ein Allzweckwerkzeug. Den Anker. Brauchen wir noch ein Seil, dann können wir einen Greifhaken bauen. Sehr cool. Was ist das? Kunstschnee. Da kommt eine Figur oder so drauf. Ja, wahrscheinlich ein Ballerina, ne? Ja, guck mal, das ist gar kein Streichholz gewesen, das war eine Trommel. Das heißt, hier fehlt auch der zweite Klöppel. Mhm. Wie heißt hier fehlt auch was. Wer ist eigentlich ein männlicher Ballerina-Tänzer? Ballerino? Ballerino, genau. Es kann nur so sein. Es fehlt ein Engelsflügel. Oh, da schläft ein Teddybärchen. Okay, ich denke, hier haben wir jetzt nichts mehr, wo wir irgendwie weiterkommen können. Nee, stimmt, wir brauchen noch Blätter, weil damit kämen wir durch die Tür. Da brauchen wir die Blätter, um das aufzumachen. Ja, drei Stück brauchen wir aber. So, das haben wir. Sorry. So. Hier ist doch nichts mehr. Du hast, glaube ich, den Elchkopf jetzt, oder? Um da links reinzukommen. Nö. Hattest du nicht zwei Geweihe oder so? Nö. Na gut. Ich habe immer noch den Bienenzapfen. Bienen. Kannst du jetzt rankommen oben an die Teile von der Uhr? Ich meine, oder war da irgendeine bestimmte Aussage, dass wir da was machen müssen? Ich wüsste nicht wie. Vielleicht mit dem Band, aber. Nö. Ja. Vielleicht kann man ihn runterlassen irgendwie. Ansonsten wieder werfen oder so. Schmeiß den Anker drauf! Ich denke eher, dass wir den Anker irgendwo einsetzen müssen. Geht's los? Hatten wir hier noch was? Löwen hatten wir fertig, das hatten wir fertig. Wimmeln können wir hier anscheinend auch nicht. Damit waren wir auch fertig. Da geht's nicht weiter. Können wir unseren Helfershelfer für irgendwas benutzen? Können wir den einfach oben auf den Kronleuchter schmeißen? Mal gucken. Nein. Das ist nicht möglich, Ausrufezeichen. Absolut nicht möglich. Ornament. Der Schrank rechts, ist damit irgendwas? Nein. Nee. Da auch nicht. Ah, dann muss das wirklich da noch in dem Raum sein. Dann haben wir hier irgendwas übersehen. Ups.
Die Navigation fällt sehr leicht hier. Irgendwas. Nee. Kamin verbrennen oder sowas brauchen wir auch nicht, vermute ich mal. Kunstschnee. Da oben mit dem Aktivieren. Wie geht das? Oder was sagt er da nochmal, wenn du da oben drauf klickst? Ja, wir brauchen hier halt dieses Objekt. Ah, okay. Noch was zu sagen? Nö. Heute ist er still geworden. Ja, da fehlt der Engel und der Globus, also der Flügel und der Globus. Aber ich habe ja nichts. Nix habe ich. In den Kamin kann ich auch nicht gucken. Auch hier ein Tannenzapfen. Also hier sind jetzt eigentlich die einzigen Sachen. Tipp ist nicht aktiv. Wir müssen selbst klarkommen. Yep. Hier kann ich immer noch hinschauen, wahrscheinlich wegen dem Brief. Ist da links dieses Band da anklickbar? Brauchen wir ein zweites Band? Nein. Nö. Okay, die Geschenke sind nicht anklickbar, der Kranz ist auch egal, Lichterkette ist egal, das ist egal, das ist egal, das ist auch egal. Was mit dem Schild? Das ist einfach nur wahrscheinlich, damit man das weiß. Da ist der Geschenkraum. Hier ist vielleicht was vergessen. Nö. Da war ja nur das Schild, der runtergefahren ist, um das preiszugeben. Aber woher kriegen wir jetzt einen Hirsch? Das ist die Frage. Woher kriegen wir einen Hirsch? Und vielleicht muss ich auch jetzt erst hier noch was einsetzen. Wir haben doch einen Teil bekommen, oder nicht? So ein Ornamentteil von der Uhr. Aber das wird mir hier nirgendwo angezeigt. Vielleicht auch wirklich, damit man es eben nicht irgendwie zu früh macht. Benutzen kann oder sowas. Der Anker... Wir hatten noch nichts, wo wir einen Anker brauchten. Ich überlege nur gerade, er sieht halt so ein bisschen aus, entweder wie ein Ornament, wie du schon sagst, oder keine Ahnung, ich will nicht sagen ein Uhrenzeiger, aber das wäre auch schon sehr weit weg. Nee, ich sag ja gerade, wir haben einen Teil gerade bekommen, aber wir können die Uhr nicht benutzen. Also werden diese Teile extra aufgesammelt, irgendwo geheim, damit man sie eben nicht ständig benutzt. Ja, wahrscheinlich am Ende dann irgendwann den Flug rückgängig macht und gut ist. Genau. Kannst du nochmal versuchen, oben von dem Kronleuchter jetzt da was runterzuholen? Oh, aha. Und ich hab gesagt, Enterhaken. Mann, bin ich gut. Ja, ich hätte vielleicht mal auf den Anker klicken sollen. Wobei, normalerweise ist es immer so gewesen bei diesen Objekten, wo man mit interagieren kann. Das da war dann irgendwie so ein Pluszeichen. So, da fehlt noch was. Vielleicht wegen des hohen Schwierigkeitsgrads fehlt das? Ja, kann natürlich sein. Aber weiß ich nicht. Ich glaube, das hatte ich echt noch nie, dass wegen dem Schwierigkeitsgrad das gefehlt hat. Und da hast du den Flügel. Du kannst da oben bleiben. Ja, ich sollte ihn vielleicht wieder mitnehmen. Nö. Doch, wir wollen nicht so gemein sein. Es muss etwas Weiches geben. Okay, ja, dann bleib noch da oben. Ich suche ein Kissen oder so. Hättest du nicht wieder runterkrabbeln können mit demselben Ankerhaken? Nein, den hat er runtergeschmissen. Weil er ein kleines bisschen... Doofi ist. Genau, ein kleines bisschen doofi. Was haben wir denn hier jetzt? Entferne alle Bärenkachel bis auf eine. Springe über Bären, um sie zu entfernen. Wähle eine Bärenkachel und einen freien Platz, um sie zu bewegen. Bären können nur auf blaue Felder bewegt werden. Hä? Ja, genau. Ah, wie heißt das Spiel nochmal? Diese Dame oder Mühle oder wie das hieß? Das ist auf jeden Fall ein ziemlich doofes. Du kannst nur springen. Das heißt, du kannst jetzt nur mit dem dich bewegen, nach rechts und nach unten und mit dem nach unten. Du kannst immer nur eins überspringen. Das ist der einzige Zug, den du machen kannst in dem Spiel. Ja, ich weiß. Das ist aber jetzt doof, ne? Dann geht's ja im Grunde schon nicht weiter. Den machst, den, aber dann bleibt der übrig. Kannst du den nach rechts machen, aber der nicht. Fehlt. Den. So, aber das Problem ist, was machst du jetzt? Du kannst nur von da nach unten, dann bleibt der stehen, oder von dem nach den, dann bleibt der stehen. Nee, halt! Den runter. Und jetzt den nach rechts. Aha. Ja! Super! So viel zu dem Thema. Okay, ist ja gut. Jetzt haben sie es schwieriger gemacht, ne? Merkst du? Und ich sehe schon, du hast unten drei Sterne, es kommt noch eins.
Yay. Okay, liebe Leute, wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Nein, okay, so schnell geben wir nicht auf. Ne? So, wie fange ich jetzt am besten an? Also eigentlich, mit denen kann ich ja nicht anfangen. Mit denen auch nicht. Also kann ich ja eigentlich nur hier anfangen. Korrekt. Und dann nach rechts oder nach links. Ist egal, weil es ja symmetrisch ist. Jetzt, wofür sind die linken und die rechten Sachen? Das ist eigentlich alles überflüssig, also es ist nur Deko. Warte mal, wenn ich den jetzt nach oben ziehe, dahin, dann könnte ich zumindest den nach da ziehen. Aber bringt das was? Also ich glaube, das Wichtigste gerade ist noch, dass wir die unteren noch später loswerden. Weil wenn wir die unten lassen, dann werden die uns später ein Bein stellen. Mhm. Wir müssten also versuchen, den wegzukriegen und den wegzukriegen. Ja, das ist ja nicht so das Schwierige. Wie gesagt, den hier könnte ich nach oben packen. Und dann könnte ich den hier rüber packen. Ja, und den dann nach unten, um dass der da ist. Aber dann haben wir, glaube ich, dann bleibt der oben links nämlich übrig, oder? Sonst versuch's mal. Ich denke mal, wir können resetten.